Monaco-Schranze, dreht hier gleich so dermaßen den Bass rein, dass sich die Weiber vor Angst in die Hose kacken. Ich bin 32 Jahre alt, heiße DJ Koze und bin auch bekannt unter dem Pseudonym Adolf Neuss. Ich ernähre mich jetzt seit 4 Tagen von Cola-Fläschchen und arbeite auch noch als Musiker bei der Hamburger Popformation International Pony. Als ich angefangen habe aufzulegen, da habe ich eigentlich mehr Kraut und Rüben aufgelegt und auch Hip-Hop mit House und Club-Beats gemischt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass was mich jeweils in der einen Musik interessiert, dass das eigentlich besser für sich alleine steht, oft im Abend, abends, wenn man im Club ist, weil Techno oder Minimalmusik oft so ein eine rauschhafte Deepness und etwas Magisches entwickeln kann über Stunden. Hip-Hop löst dann oft, ist das Gegenteil von Deepness oft, sondern du wirst halt angeschrien von Rappern und das ist etwas Fantasie abturnend. Und oft habe ich gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert zusammen. Also ich kann weder mit totaler Schranze den ganzen Abend was anfangen, noch mit totaler Euphorie und alles ist happy Musik. Es muss sich halt immer so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen, ja, nah und unnahbar, finde ich, ist es oft. Wo waren wir jetzt gerade? Bei Liebe, ne? Liebe ist geil, Romantik ist cool, alles super Sachen. Nächste Frage. Wenn ich 40 bin, ja, dann hoffe ich. Ich sehe ja noch voller Respekt und solchen Protagonisten wie Sven Feth, ist ja unbegreiflich für mich. Was für ein Pensum. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon alter Mann manchmal. Aber ich denke, dass man vielleicht irgendwann so ein bisschen, dass man so ein bisschen Ruhe oder dass man diesen Gegenpol sich halt auch irgendwann schafft. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann kann, bevor es sozusagen ein Warnzeichen gibt. Andere DJ-Kollegen haben die sogenannte Techno-Fallhand sehr beliebt, dass man morgens aufwacht und hat eingeschlafenen Arm über 5 Tage. Oder ja, ein Tinnitus und solche Sachen. Und dann fängt man erst halt an nachzudenken. Aber ich bin ja noch jung und will mir die Hörner abstoßen, ne? Ich habe noch eine Idee für eine Melodie. Pass auf, das Ding ist dann so. Pass auf, du musst. Irgendwie geht's los so. Auf dem Grundton wird das dann durch so. Ja. Also, das wäre die eine Idee, dann habe ich noch eine andere Idee. Und zwar. I want to do. I want to three. Hey. Okay, oder? Adolf Neuss ist natürlich sowieso ein Freiraum, eine Spielwiese, die ich mir geschaffen habe, wo es eigentlich nur ganz wenig Eckpfeiler gibt. Vielleicht, dass es in deutscher Sprache funktioniert und dass die Musik nicht funktional ist im klassischen Sinne. Und das ist ein herrliches Abfließbecken für meine ganzen Ideen und Anfänge. Ich fange ja fast jeden Tag irgendwelche Musiken an und ganz wenige werden dann nur zu Stücken. Und bei DJ Koze ist es ja so schon, dass ich jetzt mittlerweile ein bisschen darauf achte, dass es vielleicht sowas wie ein Trademark gibt. Auf jeden Fall jetzt auf dem Kompaktalbum werde ich nicht versuchen, die Musikgeschichte neu zu erfinden, sondern ich werde mir versuchen, Lieder zu bauen, Stücke, Tracks zu basteln, die ich selber gerne auflegen würde, die ich gerne gekauft hätte und dann zu gesagt hätte, guck mal, wie toll ist die Platte. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber das ist eigentlich mein Anspruch. DJ Koze-Platten verkaufe ich ja mittlerweile so 150 bis 170.000 von der Maxi, wenn sie normal geht. Und bei Adolf Neuss ist es ja so, dass wir jetzt mal froh sind, wenn sie, ja, wir haben jetzt, also was heißt, naja, 300 werden auf jeden Fall weg, weil ich kenne auch noch so 10 Leute, die auf jeden Fall haben wollen.
Und dann kommt ja auch D erzählen, dass er werden nachher auf jeden Fall bei 360, 380 Stück am Ende des Jahres stehen. Und das finde ich natürlich auch ganz gut. Mir ist das alles scheißegal, Hauptsache die Knete stimmt. Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, ob ich eigentlich noch mit 50 auflegen will. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich werde ich mich wahrscheinlich mein Leben lang mit Musik beschäftigen, aber dieses Rumreisen und auf den Putz hauen kann ich vielleicht nicht mehr mit 50 machen. Und denke vielleicht, langfristig werde ich doch vielleicht gucken, ob ich nicht ein Plattenlabel selber aufmachen werde. Das Label habe ich auch einen super Namen. Das soll Universal heißen. Geiles Logo und fett, raus damit. Und die geilsten Tunes halt, ne? Da steht das ja im Namen schon drin, dass man alles, das ist halt nicht so eine, weißt du, dass man keine Scheuklappen hat, sondern dass man an jeglicher Musik interessiert ist. Das finde ich auch ganz wichtig. Wenn man jetzt mal so jungsmäßiges Nerd-Geschwafel anfangen will, dann haben wir früher unsere ganze Musik im Cubase zusammengebaut. Das heißt, man hat so einen Sequencer gehabt und hat, wie es so schön heißt, ich glaube, wie heißen die Typen? Ich weiß nicht, Klangkästchen-Schieberei nennt man das ja. Und von dieser Produktionsweise haben wir uns eigentlich so ein bisschen entfernt und mittlerweile ist es eigentlich so, dass wir mit Pony oder ich auch alleine immer so Sessions aufnehme, komische Patterns programmiere und dann irgendwie so gefühlte Sessions, wie eigentlich vergleichbar mit dem DJing, aufnehme, die dann manchmal so 20, 25 Minuten lang sind und da versuche ich dann die Essenz rauszuschneiden. Das gefällt mir sehr gut gerade. Also die MPC ist auf jeden Fall schon ein Herzstück im Studio. Als ich gesehen habe, dass Dr. Dre die auf dem Cover hatte, habe ich die mir auch gekauft und dachte, wenn man da Play drückt, kommt dann auch genau die gleiche Musik raus, kam aber irgendwie gar nicht. Ich spiele nur sehr gut Cello. Sonst habe ich kein Instrument gelernt. Ich kann eigentlich nur Cello und Englisch. Und kochen. Cello aber auch schlecht, muss ich sagen. Das habe ich eigentlich. Naja, ich habe es auch wieder viel vergessen. Cello ist wie eine Sprache. Muss ständig trainieren, ne? Sonst bricht sie weg. Das war jetzt vorbei alles, ne? Wir haben auch gehört, habt ihr gehört, dieses Summen, wie es aufgehört hat? Das war doch voll gut jetzt, oder nicht? Mhm. Fand ihr doof?